Yo Leute, euer Fresh ist wieder back für euch mit einem weiteren Video, ja, hier auf meinem Kanal, Jungs, und heute zeige ich euch einen richtig geilen Glitch, in Anführungszeichen Unlock All, denn ja, letzte Woche in der Beta habe ich das rausgefunden, beziehungsweise auch bei amerikanischen YouTubern gesehen, und das will ich an euch weiterleiten. Und ich finde den Glitch richtig geil, wenn man noch nicht so weit ist, dann kann man quasi diesen Unlock All Glitch anwenden und hat dann alle Waffen mit alle Aufsätze ab. Aber dazu kommen wir dann gleich nach dem Intro, und davor will ich noch gesagt haben, dass ich noch ein paar Beta-Codes zur Verfügung habe. Deshalb schaut euch das Video bis zum Ende an und ja, dann sehen wir uns gleich nach dem Intro. So, und ich zeige euch das jetzt anhand eines Level 1 Accounts. Und zwar ist ja standardgemäß alles gleich halt. Alle Standardklassen habt ihr halt. Und damit ihr das Ganze ändern könnt, müsst ihr einfach eine Lobby suchen. Und das dauert jetzt, bis ihr eine Lobby gefunden habt. Und ihr dürft nicht in eine Lobby nachjoinen, wo die Lobby schon angefangen hat, sondern einfach ja in einer Pre-Lobby sein. Und das dauert jetzt ein bisschen, bis ihr eine Lobby gefunden habt. Und wenn ihr dann eine Lobby gefunden habt, dann geht ihr ganz zurück ins Hauptmenü unter Einstellungen. Ja, dann geht ihr unter Datum und Uhrzeit und stellt das Ganze manuell ein. Dann gebt ihr 2050 ein und die Uhrzeit eine Stunde nach der Zeit. So, und dann verbindet er sich wieder mit Online-Diensten und dann kommt eine Fehlermeldung. Das heißt, ihr habt es geschafft und jetzt könnt ihr euch einfach Zeit lassen und alles einstellen, wie ihr es haben wollt. Und ihr könnt halt alles machen, was ihr wollt. Alle Streaks, alles einfach auswählen. So, Punkt. Und das Ding ist, ihr könnt halt zwar alles auswählen, aber ihr könnt nur das auswählen, was in der Beta zur Verfügung steht. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel den Orbi auswählt, darunter auch Drohne und Konterdrohne, dann werden euch die Streaks während der Lobby nicht angezeigt. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel 400 oder 500 Punkte habt, dann habt ihr normalerweise die Drohne, aber die wird euch nicht angezeigt und auch die anderen Streaks nicht. Und wenn ihr dann wieder von der Lobby rausgeht und dann eure Streaks wechseln wollt, dann könnt ihr den Orbital-Satelliten nicht einfach rauswählen, weil das Ding ist, das habt ihr ja quasi geglitcht und den Orbi gibt's ja in der Beta nicht. Das heißt, ihr müsst den Glitch wieder von vorne anwenden, damit ihr wieder alles rauswählen könnt. Ich hoffe, ihr könnt mir soweit folgen und ja, genauso. Das gleiche ist ja auch bei den speziellen Waffen, die es so in der Beta noch gar nicht gibt. Die gibt es ja nur in der vollen Version. Heißt, wenn ihr die ausgewählt habt, dann kommt eine andere Waffe stattdessen. Und das ist halt die Sache. Deshalb wählt einfach nur das aus, was in der Beta so zur Verfügung steht. Und ich mag jetzt zum Beispiel die Korallentarnung. Das mag ich halt, deshalb habe ich eigentlich den Glitch angewendet, weil ich habe mir alles schon freigespielt, bevor ich den Glitch halt bevor ich den halt rausgefunden habe. Und das ist halt das Problem. Aber ich will das heute an euch weitergeben. Und nachher kommt halt die Beta raus. Deshalb seid ihr gut jetzt bewaffnet, damit ihr halt den Glitch anwenden könnt. Und mir sind jetzt eigentlich keine negativen Dinge dazu noch eingefallen. Deshalb, ja, macht es einfach. Ich würde euch lieber einen anderen Account empfehlen. Nicht euren Hauptaccount, falls ihr gebannt wird. So, und wenn ihr alle Sachen ausgewählt habt, die ihr haben wollt, dann schließt ihr das Spiel und geht dann nochmal auf Datum und Uhrzeit ändern, ändert dann die Uhrzeit, am besten geht ihr dann auf automatisch die Uhrzeit ändern, halt über Internet, dann läuft das Ganze, dann ist das wirklich komplett übernommen, braucht euch keine Sorgen zu machen, dass es nicht geklappt hat. Und ja, kann sein, dass der Glitch nicht mehr geht, weil das war jetzt eine Woche her seit der letzten Beta und ich dachte mir, ich lade das jetzt hoch, weil ich noch ein paar Beta-Codes habe und weil das Spiel quasi nachher rauskommt, dann seid ihr gut bewaffnet quasi so. Und ja, wenn ihr noch ein paar Beta-Codes haben wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Ich gebe euch dann die Codes und ich habe noch 5 Stück. Deshalb, ja, das war's dann soweit mit dem Video. Bewerten kommt hier nicht vergessen. Haut rein, Jungs, bis zum nächsten Mal und tschüssi.